Dann ist man. Jetzt kommt's. Ich bin immer noch am Grübeln. Ach, schade. Ich dachte, du wärst schon da gewesen. Aber ich sitze in der übelsten Denkerpose, als würde ich gerade für Athen oder so sehen. Ja. Alles klar. Ach, verdammt. Bauernsprache. Denn Beamtendeutsch. Ich habe dich bundiert, du Flachpfeife. Alles klar. Beim Kartenspiel ist Bundieren eine gängige Bezeichnung für das Überbieten einer unterwertigen Karte. Okay. Okay. Danke. An dieser Stelle will ich mich einmal bei sprachnudel.de bedanken. Jetzt bin ich schlauer. Werde ich in meiner nächsten Deutschklausur erwähnen. Bunti. Bauernsprache laut sprachnudel.de. Kriegst du Minuspunkt. Ja. Eitel. Wow. Meine Eitel. Eitel. Eitz. Ey, das ist fast genauso, Mann. Du hattest einfach keinen Sinn. Aber das ich ist wusste, genauso hey, Eitz. Hey, es ist auch ein knappes Wort, da kommt auch ein Ei drin vor. Ja, nur das EE und nicht das AE. Und ja, Eitel, ganz genau. Und das Z. Oh, Mann. Eitel, ja, ja. Boah, jetzt bin ich erstmal, also, jetzt fühle ich mich gleich besser. Und ich erst. Also, ich könnte halt echt nicht mehr schlafen, hättest du das nicht gefunden. Boah, bleibt die Frage, hätte ich schlafen können? Hättest du wahrscheinlich einfach vergessen. Ja, hättest du. Was? Nein, das hättest du gemacht. Konsolenschwein. Eben so tun, als wäre hier das total natürlich. Ja, das sieht natürlich aus, oder? Ah, nicht so ganz, aber egal. Konsolenschwein. Ja. Was ist damit? Ich erinnere mich nur gerade immer zurück an das PES 16 Let's Play mit Nils, Tim, Manu, Dennis, Konsolenschwein, Florian. Warum habe ich dich nicht einfach Pascal genannt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist nicht mal lustig. Warum mache ich überhaupt? Wo weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Ich habe mir mal so eine Idee aufgeschrieben, wie ich vielleicht so eine FIFA-Folge strukturieren würde. Und zwar im normalen Karrieremenü, so in der Zentrale, ne? Würde ich einfach sagen, wir sehen uns gleich zum Spiel. Dann so sozusagen off. Was sagt man da? Off air, glaube ich, oder so? On air. On air, off air. So, ne? Dann würde ich da einfach so die Aufstellung machen vom Team und das eben nicht im Video zeigen, wie ich da die ganze Zeit im Management da so ein bisschen rumverschiebe. Ja. Und dann erst wieder, wenn die Spieler da auflaufen und dann die Aufstellung da im Spiel gezeigt wird, dann würde ich da erst sagen, so, wir sind hier wieder in der, weiß ich nicht, Hurensohn Arena und spielen gegen den Hurensohn FC. Und heute spielt wieder unser Klausi. Der ist heute mal auf der Position vom Jens, weil der Jens nämlich krankgeschrieben ist. Und der Schnupfen.
Der hat Schnupfen. Es gibt nur so einen, ein Spieler hat sich krank gemeldet. Er hat Schnupfen. Ja. So was gibt's einfach gar nicht. Er hat Schnupfen. Mm-mm. Nein, er hat den Fuß gebrochen. Aber. Ist scheißegal. Spiel. Schieß Tore. Linker Verteidiger. Wenn du in dieser Mannschaft bleiben willst, dann schieß heute Tore. Aber ich bin nicht mal im Kader. Ja, ja. Aber mir fallen immer noch viele Dinge ein, die man an FIFA verbessern könnte oder die noch reingesetzt werden sollen im nächsten Teil. Da sind wir wieder bei FIFA. Frag mich was. Was denn? zum Beispiel, dass sich die Stadien, ja. Zum Beispiel, du spielst auswärts. Und plötzlich führst du als Auswärtsmannschaft einfach mal 10-0. Ja. Normalerweise, in Realität, würde sich das Stadion dann leeren. Ja. Weil all die Erfolgsfans, die würden dann aus dem Stadion gehen und so sagen, fickt euch, ich will mal Geld wieder, wird nicht so scheiße und so weiter. Und wäre das nicht cool, wenn sich in FIFA auch das Stadion leeren würde, so nach der Zeit? Ich glaube, das würde es sogar auch realistisch im nächsten FIFA geben. Also ich bin so gespannt, was die noch in FIFA einbauen. Die haben ja so, schon so viel eingebaut. Freistoßspray, ich hätte nie im Leben damit gerechnet. Ich auch nicht. Freistoßspray ist ja unglaublich. Auch nur so, das ist so... Ich hätte es nicht mal bemerkt. Also, es wäre einfach da gewesen irgendwie. Ja. Keine Ahnung, würde ich gar nicht drauf achten, überspringe ich auch immer. Außer bei richtig gefährlichen Beistoßsituationen. Um die Spannung aufzubauen. Und dann verkacke ich solche. Aber ich weiß nicht, ich weiß, mein Spieler hat 99 Freistoßpräzision, 99 Schusskraft, 99 Longshot und so weiter und so fort und versemmelt immer noch. Ich weiß nicht, was da los ist. Bist du scheiße? Da bin ich scheiße, ohne Frage. Was denn noch? Sind da immer mal wieder so ein paar Sachen eingefallen? Ja, Pyrotechnik, Bengalos werden eine geile Sache. Ja. Wenn plötzlich, wenn du Schnee eingestellt hast und dann da Schnee auch fällt, aber sich dann, weiß ich nicht, so eine Art Schneedecke bildet. Ja, genau. Zum einen einmal die Schneedecke, wollte ich gerade sagen. Wenn der Rasen eben so unerkennbar wird. Mhm. Und wenn dann während Halbzeitpause ist, die Platzwärter dann eben den Schnee so ein bisschen da runterschieben müssen. Das wäre voll geil, Alter, das wäre der Oberschick. Oder eben, wenn es dann ja sozusagen Schneesturm gibt oder so. Oder irgendwie solche in Anführungsstrichen kleinen Naturkatastrophen. Wodurch dann ein Spielabbruch passieren müsste. Mit anderen Worten, Spielabbruch. Aber nicht durch zu viele rote Karten, sondern durch mal irgendwas, wofür man nichts kann. Voll cool. Was denn noch, Pascal? Keine Ahnung. Ich hätte auch irgendwas mit Spielabbruch. So, wenn dann so Bengalos. Eine gute Taktik. So mehr jetzt einfach nachplappern, ja. Gezündet werden und dann halt auch ein Spielabbruch oder so passiert. Umzingelt werden? Ja, umzingelt. Was hast du denn gesagt? Ich glaube, ich habe echt umzingelt oder so gesagt. Weil ich gerade so Brain AFK bin. Ja, hast du echt, glaube ich. Oder Zenit in Verbindung mit Zenit St. Petersburg. Aber ich glaube nicht. Genau. Das wollte ich damit ausdrücken. Ja, ja. Ja. Hey, Pascal. Ja. Fick dich ins Knie. Okay. Weil solche Idiotenantworten, die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Die kannst du ja sparen. Die brauche ich nicht. Ich brauche die nicht, Pascal. Brauchst du die? Nein, Pascal, ich brauche die nicht. Okay. Entschuldigung. Ich werde mich bemühen, das nicht wieder zu sagen. Was denn? Ich weiß nicht mehr. Ja, auch nicht. Ist ja auch egal. Feiern wir lieber Halloween. Wie heißt das nochmal? Ja, am Ende vom Jahr? Silvester?
Da kommt man dann wieder zu lachen. Ja, aber das ist mir jetzt, also ich muss sagen, zu meiner Verteidigung, das ist mir echt in der letzten Millisekunde aufgefallen, dass wir wieder so einen klassischen Fall von Vornamen aus Pascals Mannschaft haben. Ist dir das auch aufgefallen mit Silvester? Lol, nö. Bist dir jetzt aufgefallen, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich da plötzlich drauf gekommen bin, ne? Wahrscheinlich über FIFA. Was? Colin Buch. Ja. Geht schon wieder los, ey. Homstein, Alter, das darf nicht wahr sein. Oder... Der Kovlevic ist das perfekte Beispiel. Der Kovlevic heißt, ist nämlich in Bulgarisch. Echt? Ja. Nein, ist doch noch nicht. Doch, ist es wirklich. Ich habe doch letztens noch, als ich die Schilder im Lager ausgemacht habe, war ich ja bei Google, beim Google-Übersetzer und habe da all die Scheiße eingegeben. Und jetzt halt, dann habe ich mal einfach geguckt, was heißt Jakovlevic? Sprache erkannt, Bulgarisch. Lol, okay. Wann ist mein eigentlich mein Inventar voll? Oh, jetzt. Wow. Super. Genau auf die Sekunde. Oder warte, ich baue hier einfach noch mehr ab. Dann geht nämlich mein Schaufel kaputt. Und dann kann ich wieder was einsammeln. Ich bin so schlau. So. Zack. Ah, 20 geht noch. So. Wieder abliefern und dann weiterfahren. Weiterfarmen. Es macht so viel Spaß hier. Und aus irgendeinem Grund ist die Musik aus. Und ich weiß echt nicht wieso. Kannst du dir nicht vorstellen wieso? Nee. Wir sind mittlerweile 4 Stunden am Aufnehmen und du hast ab Lied 50 angefangen. Vielleicht ist ja die Playlist dann zu Ende, Pascal. Haben wir denn 130 Lieder gehört? Ja. Echt? Ja, klar. Echt? Wie lange wir schon am Aufnehmen sind, Junge. Boah, krass. 130 mal im Schnitt 4 Minuten? Ich kann nicht rechnen. Wie sind denn 130 mal 4? Kopfrechnen, Pascal. Ganz easy. 400. Pascal, frag mich doch einfach. Frag mich. Ich kann das ganz schnell ausrechnen, Pascal. 520. Nein. 520. Nein, 522. Du glaubst, scheiße. Ja, 520. Mathe-LK, Junge. Mathe-LK. In solchen Situationen. Extra für solche Situationen. Ja. Dafür hat man eigentlich einen Taschenrechner. Ja, eben.